Nun, die Menschheitsgeschichte war schon immer geprägt von der Täuschung und Selbstüberschätzung einzelner Persönlichkeiten. So auch bezogen auf die aktuelle EZB-Präsidentin Frau Christine Lagarde, die in puncto Inflationsentwicklung quasi quartalsweise ihre Prognosen je nach Lust und Laune, so könnte man sagen, öffentlich verändert. Und das, obwohl eben jene Preisstabilität eigentlich das einzige Ziel der Notenbanken sein sollte und ist. Doch mal ganz ehrlich, diese anhaltenden Täuschungen gegenüber uns Bürgern sind einfach, ganz offen gesagt, nicht okay. Denn die Menschen werden seit Jahren beruhigt, indem man uns versichert, die Zentralbank habe die Geldwertstabilität im Griff. Schön gesagt, aber leider nicht Realität. Im Griff heißt in diesem Fall, dass die Geldwertstabilität auf einen Kaufkraftverlust von 2% pro Jahr definiert ist. Doch durch welche Mittel und Modelle man dieses Ziel auch immer exakt erreichen möchte, das bleibt ja offensichtlich ein Geheimnis. Und es gibt ebenfalls noch festzuhalten, dass die Menschen auch bei 2% langsam und schleichend enteignet werden. Ja, von der Kaufkraft her. Jeder, oder jedoch bin ich auch persönlich der Meinung und habe das Gefühl, als wären die Menschen der Auffassung, dass eine gewisse Preissteigerung völlig normal sei. Und ich glaube auch, dass dieser Glaubenssatz uns allen jahrzehntelang durch permanente Wiederholung über unser Bildungssystem und natürlich durch die stetigen Medien auch vermittelt wurden. Doch die mathematischen Modelle der Europäischen Zentralbank zur Erreichung dieser sogenannten 2% Zielmarke sind nachweislich leider gescheitert. Und auch die Kommunalpolitik war und ist auch weiterhin extrem, meiner Meinung nach, unglaubwürdig. Denn noch im Jahre 2021, als die Preissteigerung bereits stark sichtbar war und wurde, sprachen offizielle Vertreter der EZB noch von einer vorübergehenden Situation. Das muss man sich mal vorstellen. Doch wir wissen mittlerweile, dass man mit diesen Prognosen ganz gewaltig komplett daneben gelegen hat. Denn es ist für eine zentral verwaltende Stelle auch gar nicht wirklich möglich, sämtliche Implikationen zu berechnen, um dann am Ende natürlich eines Zeitraums diese Zielmarke dann auch zu erreichen. Denn menschliches Handeln und die Auswirkungen auf Preisentwicklung lassen sich nun mal unmöglich berechnen oder gar prognostizieren oder vorhersagen, wie gesagt. Deshalb sind auch die von den statistischen Ämtern veröffentlichten Preissteigerungen auf Basis von höchst subjektiv zusammengestellten Warenkörbchen eigentlich eine absolute Täuschung. Es macht vielmehr den Eindruck, dass diese öffentlichen Zahlen eben künstlich heruntergeschraubt werden. Das bedeutet aber auch, dass die heute weit verbreitete Definition der Inflation erhebliche Unschärfen aufweist. Denn der Entwicklung der Geldmenge widmen viele Währungshüter keine Aufmerksamkeit und weisen stattdessen einen monetären Zusammenhang zu den Preissteigerungen zurück. Aber Achtung! Die Differenzierung und klare begriffliche Abgrenzung zwischen Geldmengenwachstum und Preissteigerung sind eben essentiell. Denn Geldmengenwachstum entsteht durch zusätzliche Kreditvergabe, also durch zusätzliche Verschuldung. Und durch eben jene Verschuldung steigt nun mal auch die Geldmenge. Und genau diesen Vorgang ist als Inflation eben zu bezeichnen und den erleben wir jetzt. Denn wenn man die Menge eines Gutes ausweitet, dann sinkt natürlich der Grenznutzen jedes einzelnen Einheit des jeweiligen Gutes. Und das ist ein Naturgesetz, das auch für Geld nun eben gültig ist. Das Geld wird dann quasi durch die mengenmäßige Ausweitung sozusagen verschlechtert. Der Wert fällt. Damit ist die Inflation auch die Ursache für das Symptom der uns jetzt täglichen um die Ohren fliegenden Preissteigerungen in vielen Lebensbereichen. Wenn dann aber jene Preissteigerungen in der Bevölkerung zu Unmut führen und ein Machtverlust für die politischen Parteien droht, dann werden politische Umverteilungsmaßnahmen natürlich sehr häufig dann im großen Stil gefordert. Und die sogenannten verschiedenen Entlastungspakete sind dafür nur ein sehr, sehr gutes Beispiel. Doch auch diese Maßnahmen führen am Ende natürlich wieder dann zu einer Ausweitung der Staatsschulden, da sie nicht durch Steuereinnahmen wirklich gedeckt sind. Also wirklich ein Teufelskreis. Nun, das bedeutet, dass die Geldmenge weiter inflationiert wird. Der Schuldenturm unaufhaltsam wächst und die Politik natürlich den Anschein erweckt, alles im Griff zu haben.
Jedoch fallen diese ganzen Mittel nicht einfach so vom Himmel, wie der Wohlstand auch nicht. Entweder werden Menschen durch Steuern belastet, damit andere entlastet werden können, oder aber die Mittel werden durch neue Schuldenaufnahmen auf Kosten der Geldmengeninflationierung geschaffen. Und hier möchte ich Ihnen einfach mal ein paar Zahlen, Daten und Fakten zurufen. Von 2010 bis Ende 2022 stieg die Staatsverschuldung in der Eurozone von etwa über 8 Billionen auf satte 12 Billionen Euro. Das entspricht mal so ganz nebenbei eine Zuwachsrate von nahezu 50%. Und die Geldmenge stieg im gleichen Zeitraum von insgesamt 71% auf derzeit etwa über 16 Billionen Euro. Hinzu kommt, dass im vergangenen Jahr die Reallöhne in Deutschland so stark gesunken sind wie noch nie seit Beginn der statistischen Zeitreihe im Jahre 2008. Und diese inflationsbereinigte Verarmung hält seit Jahren an und wird sich meiner Meinung nach weiter beschleunigen. Wir merken also, dass das Ergebnis wirklich erschütternd ist. Insofern sind der kritische Bürger und auch diejenigen Bürger, der aufgeklärt und erklärt, mehr denn je gefragt. Deshalb teilen Sie auch dieses Video mit den Menschen, die Ihnen am Herzen liegen. Schreiben Sie mir auch gerne mal Ihre Gedanken dazu hier unter diesem Video in unsere Kommentare. Und ich danke auch all denjenigen, die vor kurzem an meiner Umfrage auch mal teilgenommen haben zum Thema Inflation, die ich ja hier auch schon mal auf YouTube vor ein paar Tagen gestartet habe. Und zwar ging es darum, wie die Entwicklung der Inflation in diesem Jahr eigentlich einzuordnen ist. Und das Ergebnis habe ich Ihnen auch an dieser Stelle mal, für die, die es interessiert, eingeblendet. Und je mehr unsere Bundesregierung natürlich versucht, mit massiver Verschuldung und anderen Programmen dem Absturz der Kaufkraft entgegenzuwirken, desto mehr befeuert man auf diese Weise natürlich auch die Inflation. Davor gilt es sich, mit seinen Ersparten, klein wie groß, zu schützen. Bestmöglich. Denn die Enteignung durch Inflation darf keinesfalls unterschätzt werden, wird aber von vielen Menschen, die sich nicht richtig damit auseinandersetzen. Daher lege ich in diesem Zusammenhang auch nochmal ganz persönlich meinen Wohlstandsreport ans Herz, den ich mittlerweile vielen tausend Menschen schon kostenlos nach Hause versandt habe. Also wenn Sie den für sich auch mal durcharbeiten, wird Ihnen vieles klarer. Alle Infos dazu finden Sie hier unter dem eingeblendeten Link in der Videobeschreibung. Und eine Möglichkeit auch vor dieser ausufernden Inflation zu schützen, ist natürlich das Thema Gold, zu dem ich erst auch vor kurzem mal ein aktuelles Video veröffentlicht habe. Ich habe es Ihnen hier übrigens auch nochmal links mit eingeblendet. Also auch da gerne mal draufschauen und sich anschauen. Ja, draufklicken und anschauen so. Und bis dahin alles Gute, Ihr Klaus Roppel.